Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte auf Riese Marsch. Wir bereiten jetzt vor das Kalken auf Feld Nummer 14 in der Hoffnung, dass es auch funktioniert. Da müssen wir ganz kurz unser unsere Gerätschaften waschen, die sind nämlich schmutzig. Die sind mit Gras mäht erstmal fertig. Böse aus. Oh, die Farbe geht ab. Das kann's doch gar nicht sein. Schon heftig schmutzig hier. Oh, den Tracker auch gleich. So, packen wir gleich in die Garage rein, die Gerätschaften, dass wir da erst den hinteren Teil so wechseln. Noch schnell vorne abbauen. Bei Kalken muss ich mal wirklich probieren, ob das überhaupt funktioniert. Oder wir müssen warten, bis einmal Wachstum durch ist. So, wenn wir unseren Kalksteuer nehmen und unseren Gewicht schon mal hier rumsteht, ne? Ich weiß gar nicht, ob das der große war. Ja, der große. Und voll, wie sich gehört. Ja, hier würden noch mindestens eine Halle bauen. Etliche Hallen bauen normalerweise, dass die Gerätschaften schön weggeräumt sind. Sieht schön grün aus und weiten, ne? Und von weiten. Ich denke, was eher so ein Zeichen, dass man sehen kann, aha, es ist angewachsen. Dann mal ganz kurz probieren. Zu sehen ist. Wenn es zu sehen ist, ist es gut. Dann kann man sagen, es kalkt. Ich glaube, das funktioniert nicht. Dann lassen wir mal stehen. Wenn der Helfer jetzt sagt, geht nicht, der Helfer sagt nichts. Was sagt die Karte? Karte sagt es nichts. Gut.
stehen lassen. Dann gehen wir erstmal mit unserem LKW. Und sammeln mal unsere Rattenballen auf. Nehmen wir die gleiche vorne weg. Das wo wieder war, ne? Ja, so ist das. Ruckzuck waren die unten noch Erde. Ja, da habe ich auch nicht schlecht geguckt, wo die Ballen plötzlich alle weg waren. So, jetzt haben wir wieder. Da stehen sie. Gleich die nächsten Ballen holen, den Rest hier auch wegholen. Dann machen wir erst den großen Acker. Oh, ich sehe gerade was. Drehrumbom. Da will mich jemand ruinieren. Indem man das ganze Saatgut hier ausschüttet. Ja, er kriegt die Kurve nicht, so spitz. So. Machen wir innen sich ein bisschen besser. Dann können wir näher Feld 11, was 11 oder 11 oder 12 umflügen. Aber wenn wir einmal die Ballen wegfahren, zumindest runter. Ja, der Hopf wächst auch schon schön. Aber ob der den Winter überlebt, beziehungsweise im Januar noch ernten können, boah. Glaube persönlich nicht dran. Ne. Da muss ich mich überraschen lassen. Mal sehen, jetzt haben wir 17:47 Uhr. Es wird so im Frühjahr dunkel, da werden wir nachts auf 30 bis 60 fahren, also da werden wir kaum was machen können. Sei dann im Hof mit Tiere versorgen. Mit Futter. Futter haben sie eigentlich. Wasser und mit. Na, sag schon. Stroh.
Hat er wirklich angesetzt? Oh. Sind die auch nicht faule Brücken hier? Ah, ein bisschen Gewalt geht schon. Na, jetzt wollen wir eh außen anschauen. So, aufladen. Monat 9000. Nee, ne? Boah, wir haben Glück gehabt. Ja, das macht jetzt keinen Sinn, jetzt hier Gras zu belassen. Wir werden Gras auf den Kleinfelder machen. Das reicht. Dann machen wir hier was rein, was wir dringend vielleicht brauchen könnten. Gerste haben wir ja nun reichlich. In Anführungszeichen. Raps haben wir jetzt auch angesehnt. Ja. Hafer war interessant. Bin mir zwar bei Hafer nicht ganz sicher, aber laut Statistik, laut Tabelle, Alt S, wird er noch schön ab Dienstag. So. Weizen ist noch zu billig. Fruchtfolge, ich habe ja überall das Raps. Das Gras könnte man nur als Beispiel auf Gras könnte man auch Hafer nehmen, 1,14. Das wird schon gehen. Und was sind die Einstellungen? Baumwolle, Hafer. Das ist Frühling. Und im Herbst. Könnte man aussehen. Ja, dann machen wir es auch. Sobald Doppel 2 fertig ist. Beziehungsweise wir haben noch einen weiteren. Eine weitere Seemaschine, die können wir auch noch eine verwenden. Aber wir wollen ja erst flügen, das ist ja auch ganz wichtig. Weil wir einen Spezialflug verwenden müssen. Sonst wären wir hier gar nicht fertig. Muss ich mal schauen, wo ich die Gewichte habe für den Flug, für den großen Fan. Gut. Alle runter. Gleich rüber zum Fan. Und da hat Gewicht dran, das passt, brauchen wir nicht suchen. Und dann Kurs löschen. Tanken wir den, tanken. Nee, was ist heute los?
Ja, gar nicht. Auch Kalk. Und Mist. Der ist Gewichttraktor, ja. Den werden wir komplett reparieren und komplett waschen und dann auch zum Pflügen. Dann kann er über Nacht pflügen. Haben wir echt viel zu tun. Rein in den Bereich. Der war wichtig. Gewicht haben wir hier bei. Wieder außerhalb. Bisschen waschi-waschi. Vor allem die Ballenpresse. Kann sein, dass ich morgen noch mal auf zwei Felder kaufe, für den kleinen Wiesen. Ganz hinten. Beim Bäcker da oben die Ecke. Da die Wiesen schon reif sind. Aber ansonsten heute nicht mehr. Wenn ich da rangehe, ne? Ja, nix. Also die Hallen kommen ja alle weg, auch der Vierfach. Hier bleiben sie stehen. Meines Wissens kommt hier auch keine neue Version, außer er würde gravierende Fehler verstören. Ich meine, jeder kann sich theoretisch, wenn er will, wenn er die vielfach fertig hat und dann auch neue Produktion hat, auch die Produktion hierfür auch verwenden. Das ist ja kein Thema, das geht ja überall. So, ganz zurück. Stampfen wir uns mal den großen Pflug, ne? Muss da auch Kalk auf. Auf die 12. Nö, war das gut. Sonst hätte man hier gleich Kalk fahren können. So, liebe Zuschauer, das soll es halt gewesen sein für heute. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal Tschüss und Winke Winke. Ciao, ciao. Und dann sehen wir uns gleich wieder beim Pflügen. Bis nachher. Ciao.